Willkommen, meine Freunde, zurück zu einer neuen Folge Noobs Zocken Watch Dogs. Jawohl, wir haben im letzten Let's Play hier mal ordentlich Remi-Demi gemacht, ein bisschen aufgeräumt. Wir wurden von einem neuen, scheinbar alten Bekannten angerufen, herausgefordert, angelockt und nun müssen wir ihn finden und uns mit ihm treffen. Ja, gut, Damon heißt er, glaube ich. Der nette Mann, der uns hier gerade ziemlich auflaufen ließ und ja, ziemlich viele unschuldige Opfer produziert hat. Böser Mann. Ganz böser Mann. Wir laufen hier erstmal durch die durch diese Pappe. Ist das Pappe oder soll das Holz sein? Ich würde sagen, das sind Holzwände, ne? Ja, wir laufen einfach mal ganz locker spritzig durch die Holzwände. Unser Auto, der hält auch nicht mehr so viel aus. Aha. Liebes, böses Auto. Okay, wir brauchen ein neues Auto, ne? Fällt mir gerade auf. Oh gut, ja, dann müssen wir uns mal wohl ein neues Auto während einer Mission nicht verfügbar. Verdammte Axt. Verdammte Axt, warum ist das nicht möglich? Ja. Hier unten geht's zum Parkplatz. Da muss doch dann auch ein Auto stehen, oder nicht? Da steht ein Auto. Jawohl, im Parkplatz steht ein Auto. Da gehören auch die Autos hin. Zum Glück parken einige Leute ihre Autos wirklich in den Parkgaragen, da wo sie hingehören. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir jetzt zu unserem neuen kleinen Freund kommen. Damon. Damon möchte sich genau hier mit uns treffen. Dann fahren wir da auch mal hin. Wollen wir ihn noch nicht so lange warten lassen. Erstmal gucken. Hier, der alte Schlundhund hier. Whee! Was war das denn gerade für eine Frau, die... Ei! Aha. Selbst in diesem Spiel gibt's Orgasmen. Vorsicht! Harte Kurve! Natürlich super Übergang von... hier gibt's auch Orgasmen zu harter Kurve. Gut. Erreichen Sie den Punkt. Zwang... Was? Was? Veganer. Beruf. Sommelier 42.700. Ja, dein Bankkonto ist nicht gerade voll mit 700. Du müsstest mehr arbeiten gehen. Kauft sich Teleskope. Okay. Alte 34 Logopäde 22.100, ja. Als Logopäde verdient man doch eigentlich ein bisschen mehr, oder nicht? Ist doch ein Arztjob. Ist Logopäde in Amerika auch ein Arztjob? Wird das wirklich als Arzt gesehen? Wird das in Deutschland als Arzt anerkannt? Ich bin mir noch nicht so sicher. Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Damien. Hast mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Bist du mal so ernst, Aiden? Mein Gott! Wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot? Die Merlot-Sache hast du versaut. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hau jetzt nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp.
Ja, Damien scheint angepisst zu sein. So richtig schön angepisst. Ich habe zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlot passiert ist. Sorry, Leute, aber das muss ich jetzt erstmal vorlesen. Lynn Vickers, überzeugte Pazifistin, Polizeiakte wegen fahrlässiger Tötung, ungebührlichen Benehmens, Beruf Leiharbeiterin, Einkommen 21.100 und nochmal gesucht wegen Körperverletzung. Aber sie ist eingefleischte Pazifistin, Leute. Hallo, wenn das CTUS sagt, sie ist eingefleischte Pazifistin, wie kann dann die Polizeiakte sowas hinterlegen? Oh mein Gott, also ich liebe dieses Spiel. Dieses Spiel ist manchmal so ironisch. Eine Pazifistin, die angeklagt wird wegen fahrlässiger Tötung. So, ja, die Nachrichten sind natürlich wie immer interessant, die müssen wir hören, die sind wunderbar. Ich gucke jetzt mal auf die Karte, was können wir denn jetzt so Schönes hier machen? Hier geht's jetzt mit der Kampagne weiter. Kampagne. Ich würde sagen, wir hacken jetzt aber erstmal diesen Ort. Ich würde sagen, den CTUS-Turm schalten wir jetzt erstmal frei. Wir haben ja sonst nichts zu tun, bevor ich die Kampagne jetzt hier mit einem Rush durchzocke. Das will ich auch nicht. Ich möchte ein bisschen von diesem Spiel genießen. Also hacken wir jetzt diesen CTUS-Turm und machen die Sache erstmal klar hier. Was ist los? Mach mal Platz. Hier kommt der Papa mit seinem Automobil. Brumm, brumm, brumm. Fahr, Vorsicht, Kurve. Wow, ab über... Die Rasenfläche muss immer umgegraben werden, so wie die letzten Rohr. Verdammt, Rasenflächen auch. Alle müssen so umgegraben werden. Die Stadt macht nichts Gutes mit diesen Rasenflächen. Die kümmern sich nicht drum. Das sieht man doch auf den ersten Blick. Da muss man einfach drüber fahren. Und sie dazu zwingen, die mal umzugraben. Und haben wir was? Ich wollte den Turm hacken, nicht den Verbrechen. Ach komm. Wir können auch das Verbrechen beenden. Das Verbrechen bekämpfen. So, dann wollen wir mal gucken, wo haben wir denn jetzt überhaupt den Verbrecher? Das sieht doch da nach hinten schön nach dem Verbrecher aus. Das sieht doch nach dem Verbrecher aus. Das sieht immer nach dem Verbrecher aus. Der Verbrecher steht immer an irgendeiner Ecke. Ich sag euch das. Verbrechenswahrscheinlichkeit 23%. Müssen wir mal gucken, wo denn jetzt... Oh, der kommt auf uns zu. Das ist nicht gut. Verdammt. Ich weiß zwar nicht, was er jetzt gemacht hat. Süchtig nach Peyote. Brandstifterermittler. Ah, okay. Der wollte hier... bisschen Brand stiften. Tja, mein Freund. Funktioniert nicht. Nimmt an Zombie Walks teil. Geil. Neues Auto und eine Frau, die an Zombie Walks teilnimmt. Geile Sache. Also Frauen, die sich für Zombies interessieren. Also, da schmilzt doch jeder Mann einfach dahin. Kann man nicht anders sagen. Das ist wie eine Frau, die zockt. Eine Frau, die zockt und sich für Zombies interessiert, fließt doch jedermann einfach gänzlich dahin. Meine Meinung. So, wie viel haben wir eingenommen? 2040. Gut, 2040. Wir müssen, irgendwie nach da oben. Wir wollen ja den Turm der CTUS-Zentrale hacken. Damit wir hier ein bisschen was freigeschalten kriegen. So, meine Freunde.
Okay, entriegeln. Erstmal entriegelt. Komme ich denn da irgendwie hoch? Mit dem Lift komme ich da nach oben. Was kann ich denn noch hier machen, bevor ich hier... Da kann ich auch noch was entriegeln. Supi, dann scheinen wir schon mal alles entriegelt zu haben. Dann können wir jetzt gleich mit dem Lift nach oben fahren. Und den CQS-Turm hacken. Ups. Spring mal darüber, mein Mäuschen. Zeig mal, was du kannst. So, Tür ist offen. Habe ich dir schon mal aufgemacht. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ha! Schwachstelle erkannt. Sprengen. Brauchen wir nicht sprengen. Wozu sollten wir das sprengen? Naja, okay, gut. Jedem das seine. Manche Leute sprengen hier bestimmt auch irgendwas durch die Gegend. Hackbare CTUS-Turm. Den wollen wir doch mal gleich hacken, oder was? Jo. CTUS-Turm freischalten. Mach mal frei die ganze Sache. So, den Turm haben wir freigeschalten. Können wir Kommunikation abfangen, oder was? Ah, wir sehen verschiedene Sachen auf der Karte dann. Das ist wie bei Assassin's Creed dann scheinbar, mit, Türme synchronisieren oder Aussichtspunkte synchronisieren. Ich drücke dauernd auf Start oder Option. Gut, oh, wir haben sogar ein neues Versteck bekommen. Mhm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was haben wir hier? Untersuchung. XP Privatsphäreneinbruch. Hacken Sie die Sicherheitsinstallation eines Gebäudes, um Ihre Neugier zu befriedigen. Bei einigen können Sie den Profiler nutzen, um drahtlose Signale zu orten und alle CTOS-Kästen nacheinander zu hacken. Bei anderen können Sie den Sicherheitsrouter hacken, um in das System zu gelangen. Beobachten Sie verschiedene Ereignisse und dann suchen Sie nach nützlichen Belohnungen. Warte mal. Das will ich machen. Das hört sich lustig an. Das hört sich verdammt lustig an, wenn man hier irgendwelchen Leuten mal beim irgendwas zugucken kann. Mal seinen Voyeurismus hier ein bisschen stillen, die ganze Sache. Dann wollen wir mal wieder zurück. Erstmal hier runterjumpen. Bam bam. So, auf den Lift. Ab geht's. Runter. Ups, was hast du? Sucht häufig online nach Suizid. Also, das ist nicht gut, Digga. Das solltest du dir überlegen, ob das vielleicht gesund ist. Meiner Meinung. Aber, na okay, was habe ich denn hier groß zu deinem Leben zu sagen, ne? Liest Amateur-Erotik-Geschichten, Alter 27, Beruf Leichenbeschauerin, Einkommen 88.400. Ja, dann hacken wir dich doch mal, ne? Sehen, wie viel auf dem Konto hast. 4.000, ey, super, Mäuschen. Das ist nicht schlecht, dass du 4.000 auf deinem Konto hast. Gut, dann wollen wir noch mal die Privatsphäre einiger Leute hier ein bisschen stören und ein bisschen... Ah, komm, die braucht keine. So, wie komme ich denn da ran? Ich muss erst mal gucken. Das geht hier rüber, das geht da rüber. Und das geht wieder da runter. Oh Gott, wo muss ich denn da hin, um das zu identifizieren? So, das kommt dann hier rüber, geht über dieses Kabel und da wird wahrscheinlich der Punkt sein. Dann muss ich jetzt mal gucken. Wo befindet sich eine Kamera? Da ist eine Kamera. Die könnte vielleicht mit ein bisschen Glück... Nein. Nein. Da ist noch eine Kamera. Die könnte aber mit ein bisschen Glück genau den Punkt freimachen. Nein, macht sie auch nicht. Ach, verdammt. Boah, wo geht denn das hin? Kinnes. So, dann haben wir das erste... Erst haben wir freigeschalten. Dann können wir den freischalten. Der ist jetzt gezapft, 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 gezapft. So, und den hier unten, ne? Jawohl. Fremdzugriff entdeckt. Warnung. Und was soll daran bitte Spaß machen? Denk einfach an uns zwei beide, in klein und süß, ja? Wir lächeln und nicht so, oh, ich glaube, ich sterbe. Ich schwitze mich tot. Ja, klar, süß. Ich dachte, das wäre ganz einfach. Ich habe keine Lust mehr. Ist es süß, fit und gesund. Warte, bis es anzeigt, wie viel Fett du verbrannt hast. Das ist geil.
Aha. Okay. Ja, okay. Gut, jetzt haben wir irgendwelchen Leuten bei irgendwas zugeguckt. Ich glaube, die haben Wii gespielt. Sah zumindest so aus, oder? Da das ja PlayStation ist, gibt es bestimmt auch PlayStation Sport bald. Und, ja, dann ergibt sich das doch eigentlich von selbst, was das gerade war. Waffelhandel wollte ich jetzt nicht machen. Ich kaufe mir jetzt, glaube ich, mal ein paar neue Sachen. Ja, das kann ich noch machen. Ich kaufe mir jetzt noch ein paar neue Sachen. Dann gehe ich in meinen neuen Bunker speichern und dann bedanke ich mich auch schon fast fürs Zugucken. Aber nur fast, denn ich bin ja noch nicht mal annähernd da. So, mal gucken, was die... Gibt's hier noch jemanden zu hacken? Ich liebe dieses Hacken. Das Hacken ist das Geilste, was es gibt. Ah, da haben die sich echt was einfallen lassen. Oh, da. Volles Bankkonto. Hat Aktieninvestitionen verspielt. Ups, ich möchte die haben. Alter 20, Psychiaterin, Einkommen 111.700. Hacken. Was hast du? Oh, 6.360 hat sie auf dem Konto. Nicht schlecht. Hat Verbindung zu Blumen. Alter 36, Technikillustrator 55.600. Ja, Systemschlüssel. Systemschlüssel sind immer gut. Die braucht man zur Herstellung von irgendwelchen komischen, coolen Sachen. Wie zum Beispiel ein Jammer, den ich jetzt gerade mal eingesetzt habe, um zu verhindern, dass der nette Mann Blumen anruft und ich somit, ja, wieder ein Kopfgeld bekomme. Ah, bevor könnte ich ja nochmal gucken. Ich habe doch bestimmt hier nochmal irgendwie eine Fähigkeit. Oh, ich habe gleich zwei dazu bekommen. Da können wir gleich mal was reinstecken in der Herstellung. Herstellung ist gut. Wir können Gemcoms herstellen und Blackouts. Ja, Blackouts möchte ich gerne auch herstellen. Ich möchte einen Blackout herstellen können und ich möchte Splittergranaten herstellen. Da bin ich erstmal gut aufgestellt. So geht's weiter zum Shop. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir da irgendwas herstellen können. Also zumindest, weil wir dann zu Fuß sind, können wir dann mal gucken, ob wir irgendwie in der Zeit was herstellen, wenn ich mich mal umschaue. Neue Klamotten mäßig. Ui, Vorsicht, Kurve. So, wir sind angekommen. Hallo, ich muss parken. Entschuldigung. Ich bin noch neu in der Stadt. Ich weiß noch nicht, wie man richtig Auto fährt. Es tut mir leid. Ja, oh, kein Problem. Pro-Israel-Aktivist. Jawoll. Musik. Gefällt mir die Musik überhaupt in dem Laden? Das muss ich erstmal gucken. Auch ganz viele Leute hier. Das finde ich sehr angenehm. Das ist zum Beispiel, finde ich, besser als bei GTA 5. Viele Leute, die sich mit in dem Laden befinden und selbst hier noch mit rumschauen. Okidoki. Einkaufen. Was können wir denn? Ich habe hier schon mal einmal was gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gekauft habe. Kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Das sieht doch, nee, das sieht nicht so stylisch aus. Ah, was nehmen wir denn mal? Aha. Was nehmen wir denn da? Ich würde gerne was, irgendwie was stylisches. Was Stil hat. Wegelagerer sieht doch ganz stylisch aus. Ich nehme mal Wegelagerer. Diesen Stil auswählen. Ja, Wegelagerer hat was, sieht ganz cool aus. Mit der Jacke hat Stil. So, dann bewegen wir uns mal jetzt Richtung unseren neuen Verstecks. Das, was wir freigespielt haben. Oder was wir jetzt gerade bekommen haben. Da sind wir ganz stolz drauf. Jawohl. Also ich bin zumindest ganz stolz drauf, dass wir jetzt ein neues Versteck haben. Erstmal hingerast. Gucken, was das so Feines ist. Mal sehen. Kann ich hier mit dem Auto lang? Na klar kann ich hier mit dem Auto lang. Ich kann alles. Ich bin Aiden Pierce, der Hacker der Hacker. Und, also was, ja. Was machst du denn da? Pinkelst du gegen den... Wurde viermal geschieden. Und, viermal geschieden und pinkelt hier erstmal gegen. Rotzt noch auf dem Boden. Ja, okay. Gut, dafür haben wir hier unser neues Versteck. Das machen wir erstmal auf. Oh, das sieht ja mal richtig stylisch aus. Das hat ja richtig viel Stil. Ei. Supporten, würde ich sagen. Gut, meine Freunde, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich speichere jetzt natürlich noch, nachdem ich das Let's Play fertig gemacht habe, speichere ich jetzt noch im nächsten Let's Play, fangen wir dann diesen Audio-Log hier an meiner Seite ab.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Das würde mir persönlich sehr helfen. Wenn ihr noch Lust habt, könnt ihr ja noch was in die Kommentare schreiben. Dann können wir noch ein bisschen quatschen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Ja, haut rein. Ciao.